Herzlich willkommen auf Aktielust TV. Ja, heute mit einem Spezialthema. 10 Top-Spekulationen aus dem Biotech-Sektor habe ich heute rausgepickt. Ja, warum? Weil eben diese Sparte Pharma Biotech zu Jahresbeginn mit einer außergewöhnlichen Stärke hervorsticht. Ja, während im Technologiebereich allgemein in den ersten Tagen erstmal Gewinnmitnahmen auf der Agenda standen, war hier richtig Musik drin. Wir haben es ja auch zuletzt in unseren Statistiken gezeigt, gerade die großen Titel wie Amgen, Johnson & Johnson, Gilead, da ist richtig Dampf im Kessel. Aber auch in der zweiten, dritten Reihe tut sich enorm viel. Moderna, ja, der Gewinner im Nasdaq 100 bislang. Und das ist auf alle Fälle ein Blick wert. Und natürlich ist es so, es ist schwierig, sich in diesem Sektor wirklich mit Kenntnissen da irgendwie zu schmücken. Das ist wirklich etwas, wo man schon beim Lesen irgendwie die Fragezeichen in den Kopf kriegt. Und vieles von dem, was ich da lese, verstehe ich selbst nur am Rand und deswegen verlasse ich mich da gerne auf Spezialisten. Und ganz ehrlich, wenn wir uns alle ehrlich sind, wenn es darum geht, eine Nvidia zu analysieren, was diese Chips im Einzelnen unterscheidet zu den Chips der anderen, also aus fachlicher Sicht, da brauche ich auch einen Spezialisten, der mir das erklärt. Ich kann es leichter verstehen, weil ich die Anwendungen persönlich eher habe. Aber im Bereich der Biotechnologie, der Pharmazie, da muss man sich letztendlich auf Experten verlassen. Und deswegen mache ich schon seit vielen, vielen Jahren eines. Ich schaue mir immer an, in was die Schweizer Biotech Holding BB Biotech am stärksten investiert. Und hole mir hier meine Anregungen, weil diese Gesellschaft ein Expertengremium als Ratgeber hat, wenn da investiert wird, wo auch Nobelpreisträger aus dem Bereich Pharmamedizin eben im Beratergremium sitzen. Also dort weiß man, in was man investiert, was diese Unternehmen können und leisten. Auch BB Biotech übrigens zu den Gewinnern des noch jungen Jahres. Und wenn ich mir eben dieses Portfolio anschaue, bekomme ich selbst dann auch immer für mich persönlich Anregungen. Und ich bin in 8 dieser 10 Top-Picks, die ich heute hier mal vorstelle, selbst schon investiert. 2, da werde ich noch investieren. Ich wollte sie aber zuvor erstmal euch vorstellen. Ja, ihr kennt ja dieses Thema immer mit Frontrunning. Gerade wenn man vielleicht ein bisschen unbekanntere Werte dann vorstellt und ist schon vorher investiert, da will ich mir selber hier keinen Strick drehen oder keinen Strick drehen, ist egal, ihr wisst schon, was ich meine. Jedenfalls möchte ich heute euch diese Unternehmen vorstellen. Es sind natürlich auch ein paar dabei, die ihr schon kennt. Ja, warum jetzt diese 10? Weil ich glaube einfach, die großen Bekannten, die habt ihr auf dem Schirm, ob das eben Johnson & Johnson ist, ob das auch jetzt eine deutsche Bayer ist, die ja auch gerade wieder im Pharmabereich gefragt ist, die Schweizer, eine Roche, eine Novartis und wie sie alle heißen. Darum geht es nicht, es geht jetzt wirklich aus der zweiten, dritten Reihe und ihr seht dann auch an den Charts, die ich jetzt hier dabei habe, dass in der Vergangenheit da enorme Entwicklungen dabei waren und es gibt hier bei diesen Unternehmen, die ich jetzt hier vielleicht auch neu dabei habe, sicherlich die Möglichkeiten, dass sich das mal wiederholt. Eine Aktie, in der ich seltsamerweise selbst auch noch nicht investiert bin, ist aktuell ein Schwerpunktinvestment bei BB Biotech, nämlich die niederländische Agens, wenn ich es richtig ausspreche, oder Agens, ich bin überfordert, ist in Niederlande zu Hause in Brüssel an der Börse notiert. Ja, und das Unternehmen wurde 2008 gegründet und entwickelt Antikörpertherapien für die Bekämpfung von Autoimmunerkrankungen und Krebs. Natürlich ein wichtiges Thema. Und man hat jetzt zuletzt, oder lange Zeit hat man natürlich die Produkte oder wirkliche vermarktungsreife Therapie noch gar nicht am Start gehabt. Das ist jetzt der Fall. Deswegen hat man jetzt gerade kürzlich, kurz vor Jahresultimo, die Prognosen für 2024 erhöht.
Im Jahr 2023 selbst hat man 1,2 Milliarden Dollar schon umgesetzt. Das war auch ein Sprung. Also aus dem Non-Umsatzbereich. Jetzt geht es richtig los. Spannend. Und vielleicht eben auch ein Grund, warum BB Biotech hier auf eine dynamische Entwicklung setzt. Börsenwert 22 Milliarden Euro. Generell alle 10 Unternehmen, die ich hier vorstelle, haben schon Milliarden an Börsenwert. Halte ich auch für wichtig. Und das ist jetzt auch nicht ein Grund zu sagen, Mensch, wenn die schon Milliarden schwer sind, da kann ja nicht mehr viel rauskommen. Also das halte ich für einen absoluten Trugschluss, weil grundsätzlich ist dieser Gesundheits-Pharma-Bereich, glaube ich, ein gigantischer Wachstumsmarkt. Weil was ist denn die Hauptsehnsucht von uns allen Menschen? Alt werden und möglichst lange gesund dabei bleiben. Und wir würden viel, viel Geld in die Hand nehmen, wenn wir die Garantie hätten, bis 120 Jahre wirklich fit zu sein, körperlich fit zu sein, geistig fit zu sein. Und das sind Ziele in diesem Sektor. Und die erfolgreichsten Unternehmen, die werden da richtig, richtig viel Geld damit verdienen. Von daher ein ganz spannender Sektor, der auch wirklich mal ähnliche Bewertungen durchaus erreichen kann, wie heute die IT-Giganten. Ja? Weil letztendlich, das eine ist Anwendung, das ist Konsum, das ist Industrie, das andere ist Gesundheit, Leben. Also ich weiß nicht, was da wertvoller ist. Ich bleibe dabei. Spannender Sektor mit viel Luft nach oben, zumal eben gerade die letzten zwei Jahre eher da Zurückhaltung angesagt hat. Nicht bei allen. Wir haben auch heute welche dabei, die durchaus gut gelaufen sind. Also Argenx sollte in 24 den Umsatz dann auch schon auf 1,6 Milliarden, nächstes Jahr vielleicht schon 2,1 Milliarden Euro steigern können. Noch ist man defizitär unterwegs. Wenn wir uns den Chart anschauen, da sehen wir diesen Anstieg, diese Sprünge in dieser Aktie und natürlich auch das Hoch bei 500 Euro in 2023. Es gab dann letztendlich mal ein Einbruch im deutlichen um 25%, der wurde dann auch noch ausgebaut, weil man da bei einer Studie nicht ganz so im Plan lag, weil das sind natürlich immer Unternehmen, solange die keine Medikamentenpipeline schon am Start haben, leben die viel von Studienergebnissen. Da hat sie aber einiges begradigt, eben vor allen Dingen, weil eben der Konzern im Ausblick da konkreter wurde. Und jetzt bewegt man sich eigentlich inmitten, man hat von 500 Euro praktisch auf 250 Euro korrigiert. Das ist so dieser klassische Weg im Biotech-Bereich, wenn wir an Gilead denken, in den vergangenen Jahrzehnten immer wieder Halbierungen und mehr. Also das gehört dazu, wenn man in diesen Sektor investiert. Und ich habe dann auch gleich noch eine Idee für euch, wenn ihr das nachvollzieht, wie ihr da am besten agiert, um diese gewaltigen Schwankungen irgendwie ertragen zu können. Also Argenx, eine Aktie, in die ich jetzt zeitnah selber mal investieren werde. Natürlich alles immer in einem kleinen Niveau. Bei mir sind das alles Investments von unter einem halben Prozent. Ja, wenn ich da jetzt investiere in solche Unternehmen. Und das ist so natürlich eine Richtlinie. Ich weiß, das ist nicht für jeden so nachvollziehbar, weil man natürlich viele mit kleineren Depots hat. Aber was ich damit sagen möchte, wirklich jetzt nicht so mit 5 oder 10% so eine Aktie gewichten, das wäre dann schon einfach zu spekulativ. Also interessante Aktie Nummer 1. Aktie Nummer 2, schon lange im Depot oder im Portfolio von BB Biotech und ich bin da auch schon sehr, sehr lange dabei. Jonas Pharmaceuticals, ein Unternehmen, was auch schon viele, viele Medikamente und Wirkstoffe am Start hat. Man beschäftigt sich natürlich auch Herz-Kreislauf-Erkrankungen und vieles, vieles mehr. Vor allen Dingen geht es hier um RNA-Therapeutika. Also darauf ist man spezialisiert. Jonas Pharmaceuticals, 6,8 Milliarden Euro Börsenwert. Umsatzmäßig geht es hier eigentlich Jahr für Jahr immer so ein bisschen kontinuierlich nach oben. Für dieses Jahr plant man um 650 Millionen Dollar. Man ist immer noch defizitär unterwegs, das muss man dazu sagen. Aber natürlich, je mehr Medikamente am Start sind, je weiter die Entwicklung in diesem Konzern ist, desto näher rückt auch die Gewinnzone. Weil hier geht es im Verlustbereich immer, immer näher Richtung der Nulllinie und danach wird man natürlich dann auch profitabel und nachhaltig profitabel sein. Auch dieser Konzern, wie viele in dem Sektor, nicht oder netto
ohne Schulden, man ist gut kapitalisiert, auch für die Zukunft. Und wenn wir uns hier die Entwicklung der letzten Jahre ansehen, dann sieht man eben diese Sprünge von 20 zurück auf 6 von 2008 bis 2011, dann geht es hoch auf 80, wieder zurück auf 20, hoch auf 100, wieder zurück auf 30 und aktuell wieder mit Schwung nach oben raus. Also hier ist Momentum aktuell wieder drin, finde ich definitiv sehr, sehr spannend. Ein weiteres Unternehmen, ebenfalls im zweistelligen Bereich gewichtet im Portfolio, also das sind jetzt wirklich Investment mit 15%, beziehungsweise 12 und 10% Gewichtung bei Baby Biotech im Gesamtportfolio. Also da setzt man besonders drauf auf die nächsten Monate. Neurocrine Biosciences, ein biopharmazeutisches Unternehmen, das eben auf Neurowissenschaften konzentriert. Da geht es um Parkinson und so weiter. Und Endometrioschmerzen, sondern da geht schon los. Was ist das überhaupt? Ja, also man wird natürlich hier im Detail sich reinlesen müssen, um da irgendwie näher zu kommen. Aber letztendlich, es geht eben um neuronale Erkrankungen. Das ist das Entscheidende. Börsenwert 12 Milliarden Euro, aber der Konzern ist schon profitabel. 1,9 Milliarden letztes Jahr an Umsatz, 2,15 bis 2,2 Milliarden Dollar ist die Prognose für dieses Jahr. Man hat wirklich Cash in der Kasse, ist sehr, sehr gut finanziert, also über 1 Milliarde Dollar in der Kasse für die weitere Forschung und Entwicklung. Und wenn ihr euch den Chart mal anschaut, also ich bin da schon seit 1999 an Bord und ich habe mal recherchiert, das war um die 20 Dollar und damals ging die Aktie auch noch ein ordentliches Stück nach oben, natürlich auch wieder unter riesigen Schwankungen, es ging hoch, ich war auch noch mal hinten. Dann habe ich irgendwann da halt auch so diese Strategie entwickelt, wenn so Aktien, die damals natürlich noch viel spekulativer waren als heute, mal wirklich so 100-200% gemacht haben, dann habe ich einfach meinen Einstand realisiert und den Rest behalten. Und von daher habe ich das dann auch ertragen, als die Aktie wirklich gestürzt ist, ja, und zwar ins Bodenlose, bis auf 2 Dollar. Und ich habe gesagt, Gott, wenn es irgendwann gar nichts wird, ich habe immerhin mit Geld verdient und bin dabei geblieben. Und heute notiert die bei 132 Dollar und ist knapp davor, diesen Widerstandsbereich bei 140 Dollar in Angriff zu nehmen. Anders kriegt man sowas kaum geregelt und gebacken, wenn ich da jede Schwankung mitnehme und jede Reaktion auf neue Studienergebnisse, werde ich wahnsinnig. Ich kann das nur machen, indem ich wirklich breit streue, eine gewisse Duldung ertrage, Quartal für Quartal, Jahr für Jahr irgendwie diese Investments ein bisschen überprüfe, läuft das irgendwie noch, wie steht es um die Finanzierung. Das Entscheidende ist das eigentlich, aus meiner Sicht bei solchen Unternehmen, dass da eben solche Gesellschaften wie Baby Biotech da investiert sind. Andere Investoren investieren, Geld zur Verfügung stellen, weil das gibt mir ein Signal, dass diese Unternehmen an etwas forschen oder in einem Entwicklungsprozess sind, der vielversprechend ist. Sonst würden die das nicht machen. Anders kriege ich das für mich auch aus fundamentaler Sicht nicht geregelt. Und hier über Charttechnik ganz, ganz schwierig, da irgendwie was zu handhaben. Es sei denn natürlich, die Unternehmen sind schon etabliert, sind schon irgendwo auch in der Gewinnzone. Dann spielen solche technischen Überlegungen schon eine Rolle, weil das sind dann Unternehmen in einer gewissen Größenordnung, wo dann auch Fonds, Institutionelle draufgehen und die arbeiten gern natürlich mit computergesteuerten Programmen und wenn dann Kaufsignale generiert werden, wie eben jetzt bei Neurocrine, wenn es eben über diese 140 Dollar gehen sollte, dann werden da wieder Anschlusskäufe stattfinden und das ist etwas, was man dann nicht unterschätzen soll. Ja. Der nächste Titel, auch einer meiner Langfrist-Investments im Biotech-Bereich, Vertex Pharmaceuticals oder Suticals, wie man es auch aussprechen mag. Hier geht es in erster Linie um den Kampf gegen Viruserkrankungen, aber HIV auch sehr, sehr früh schon dabei gewesen und natürlich auch im Krebsbereich. Man arbeitet mit großen Pharmaunternehmen schon immer zusammen, wie GlaxoSmithKline und so weiter. Also ein tolles Unternehmen, was eine ganz glänzende Entwicklung hinter sich hat und mittlerweile wirklich hoch profitabel, auch nicht hoch bewertet und wirklich Cash in der Kasse ohne Ende. Über 13 Milliarden Dollar allein aktuell. Und das schwillt Jahr für Jahr an, weil man eben gigantische Cashflows generiert. Aber auch hier,
Wenn ihr euch den Chart mal anschaut, ich bin irgendwie Mitte der 90er da mal rein, da muss man auch viel ertragen. Ja. Ich habe dann, wie gesagt, auch hier irgendwann mal Teilgewinne realisiert und der Rest läuft bis heute und macht mir sehr, sehr viel Freude. Und aber wenn man diese rechte Hälfte sieht, da denkt man, naja, ist ja nicht mehr viel passiert. Aber selbst von 2019 an hat sich die Aktie auch noch mal mehr als halbiert bis Ende 2021. Und das kann auch wieder mal passieren. Ja, das muss man einfach wissen, wenn man eben in diesen Sektor investiert. Eine Aktie, die ich noch nicht habe, die mich aber durchaus anspricht, immerhin auch bei BB Biotech mit über 5% gewichtet, Intracellular Therapies, oder wie man es auch wieder ausspricht, ihr verzeiht mir das bitte, auch ein biopharmazeutisches Unternehmen und das sich auf die Entdeckung, die klinische Entwicklung und Vermarktung von niedermolekularen Arzneimitteln fokussiert hat. Ja, hier geht es ums zentrale Nervensystem und im erweiterten Sinne um Depressionen, depressive Erkrankungen. Und das ist ja schon ein Feld, was immer mehr problematisch wird, ja, wo es immer mehr wichtig wird, hier Medikamente an den Start zu bringen. Ich denke jetzt an Prozac, das kennt man auch selbst aus vielen Hollywood-Filmen. Also wirklich hier im Gleichgewicht zu bleiben. In dieser Welt ist ja nicht ganz einfach. Ja, wenn in Deutschland der Umsturz droht, ja, dann wird man schnell mal depressiv. Und dann ist es vielleicht gut, wenn es Medikamente gibt, die da ein bisschen wieder in die Gleichgültigkeit bringen. Börsenwert 6,3 Milliarden Euro, das ist noch nicht so viel. Natürlich noch defizitär, aber immerhin für 2025 hat man aktuell den Sprung in die Gewinnzone schon geplant. Da soll der Umsatz dann auch schon auf rund 1 Milliarde hochgehen. Und die Aktie ist auch nahe der Höchststände. Also auch hier war natürlich wahnsinnige Sprünge, wenn man sieht von 2014, da ging es mal runter auf 13 Dollar, hoch auf 65, dann ging es mal irgendwann runter auf 8. Mittlerweile ist immer wieder auf 68 Dollar. Also man muss es aushalten. Also das ist eine Aktie, in die ich die nächsten Tage mal eine Position eröffnen werde, weil ich das Thema eben spannend finde und weil eben BB Biotech hier auch eine Position am Start hat. Ebenfalls mit über 5% Alnylam Pharmaceuticals. Ja, auch ein Unternehmen, das sich auf RNA-Therapeutika konzentriert hat. Man hat insgesamt 5 Produkte schon in der Vermarktung und 10 in der klinischen Forschung und teilweise schon in der späten Entwicklungsphase. Also da ist man schon sehr, sehr weit. Börsenwert 22 Milliarden Euro und natürlich hier, da man schon in der Vermarktung ist, immerhin auch schon Umsätze fast an die 2 Milliarden Dollar ran. Noch ist man defizitär, aber Richtung 2025 geht es dann auch an die Nulllinie ran. Man investiert noch gewaltig in Forschung und Entwicklung und hat hier auch genügend Reserven in der Hinterhand. Ja, auch hier sieht man den Chart sehr, sehr volatil, sehr hohe Schwankungen und eine Aktie, die jetzt gerade wieder den Sprung zurück über die 200-Tage-Linie geschafft hat. Und das ist übrigens die dritte Aktie, also ich bin doch schon in 3 Aktien nicht investiert, hier bin ich auch noch nicht an Bord, überlege ich mir auch jedenfalls reinzugehen. Ich weiß noch nicht, ob ich es machen werde, das muss ich dazu sagen, weil hier Börsenwert und Verschuldung ist schon eine Hausnummer. Das muss ich mir nochmal genauer anschauen, aber immerhin, ich wollte es euch vorstellen, aus technischer Sicht finde ich es interessant. Dann ist BB Biotech auch bei Moderna am Start. Ja, auch hier knapp 5% im Portfolio. Natürlich Moderna, muss ich nicht viel erzählen, vor allen Dingen eben im Bereich der Corona-Impfstoffe bekannt geworden. Aber man macht noch sehr, sehr viel mehr. Insgesamt verfügt man über ein Portfolio aktuell von über 15 Produkten in der klinischen Entwicklung, schon 3 in Phase 3, 8 in Phase 2. Und das ist schon mal ordentlich. 3.900 Mitarbeitern übrigens, Börsenwert knapp 40 Milliarden Euro. Und allein, wenn man mal in die Historie schaut,
was man durch diese Corona-Impfstoffe eigentlich auch verdient hat. Ja, in 2022, das war der Höhepunkt, knapp 19 Milliarden Umsatz und ein Gewinn von 8 Milliarden. Im Jahr vorher waren es 12 Milliarden. Also da hat man natürlich auch viel Cash aufgebaut, Cash gesammelt für die weitere Forschung und Entwicklung. Aktuell schreibt man wieder Verluste. Aber wie gesagt, konzentriert waren diese Unternehmen. Das gilt auch für BioNTech, komme ich gleich nochmal darauf zu sprechen. Vor allen Dingen ja auf wirkliche Impfstoffe gegen Krebserkrankungen. Das ist eigentlich das große Ziel dieser Unternehmen und gegen andere Erkrankungen. Und da ist man schon in der Pipeline relativ weit. Da setzt man große Dinge drauf. Ja, auch im Bereich der Mediziner. Ja, die setzen da haben da große Hoffnung, dass sich da einiges tun wird. Und wir sehen es hier auch im Chart, die Aktie jetzt wieder über die 200-Tage-Linie ausgebrochen. Und aktuell ist da Momentum drin. Natürlich müssen wir verfolgen, ob das jetzt nachhaltig ist oder ob es auch wieder Rücksetzer gibt. Ich bin hier dabei. Ich habe auch hier irgendwann mal Teilgewinne mitgenommen und den Rest, den halte ich. Und zwar wahrscheinlich die nächsten 5, 10, 15 Jahre, weil ich mir einfach von dieser Technologie einiges verspreche. Das gilt eben auch für BioNTech. In der Größenordnung übrigens 5.700 Mitarbeiter aktuell, also ist nochmal eine Schippe mehr. Auch hier natürlich pralle Forschungspipeline und aus dem Unternehmen gibt es ja immer wieder Meldungen über wirkliche aussichtsreiche Erkenntnisse in der Produktentwicklung im Bereich der Impfstoffe gegen Krebs. Man will da auch zeitnah mit den ersten Produkten rankommen. Im Gegensatz zu Moderna hat man auf der Kostenseite nicht so viele Investitionen. Man ist nach wie vor profitabel unterwegs, selbst in diesem und auch im nächsten Jahr ist das noch avisiert. Also man hat gute Verträge und es wird ja auch weiter geimpft, sodass das Brot- und Buttergeschäft funktioniert. Aber auch hier natürlich Spitzenumsätze in 21 und 22. In 21 19 Milliarden Umsatz, 10 Milliarden verdienen, in 22 17 Milliarden Umsatz, 9 Milliarden verdient und von daher ist die Kasse prall gefüllt und der Börsenwert, der ist sehr, sehr gut untermauert, allein durch das Cashpolster, was man mittlerweile angesammelt hat. Schauen wir uns den Chart an, auch hier ähnlich wie bei Moderna, der Sprung über die 200-Tage-Linie wieder erfolgt. Auch hier gucke ich mir lieber den US-Chart an. BioNTech ist nicht umsonst nach New York gegangen, um dort sich listen zu lassen, weil dort der Kapitalmarkt reifer ist, die Investoren viel, viel investitionsfreudiger sind und dort auch deutlich mehr Umsatz generiert wird, eben als hierzulande. Dann habe ich noch zwei Aktien. Eine davon hat auch BB Biotech im Portfolio, nämlich CRISPR Therapeutics. Das ist ein in der Schweiz ansässiges Unternehmen im Bereich CRISPR-Cas9, Thema Genschere. Ich habe das hier oft schon auf dem Schirm gehabt. Ja, also, dass man wirklich Gene manipuliert, um letztendlich Erbkrankheiten zu bekämpfen. Ja? Dass man wirklich über die Genetik schon von vornherein Krankheiten ausschließen kann. Auch ein sehr, sehr hoffnungsvolles Verfahren. Gab es auch Nobelpreise dafür. Und die Gründerin ist sowohl an CRISPR Therapeutics als auch an Intellia beteiligt. CRISPR Therapeutics in den USA gelistet. Man kann es hier außerbörslich beispielsweise über Lang und Schwarz auch in Euro handeln. Aber wer US-Order tätigen kann, sollte das auch in den USA machen. Allerdings hier Börsenwert 4,3 Milliarden Euro. Das ist aus meiner Sicht nicht viel für das, was da möglicherweise an Chancen dahinter gelagert ist. Aber natürlich immer noch sehr, sehr defizitär unterwegs. Die Umsätze nicht der Rede wert. Noch schreibt man Verluste Jahr für Jahr. Das wird auch noch eine Weile bleiben, bis dann wirklich mal die ersten Medikamente kommen. Aber man ist gut finanziert, man hat gute Investoren in der Hinterhand, eben zum Beispiel auch BB Biotech. Intellia praktisch gleichgelagert, noch mehr Mitarbeiter, im Börsenwert dafür etwas günstiger, 2,4 Milliarden Euro. Allerdings auch in der Produktentwicklung würde ich sie etwas hinter CRISPR ansiedeln, aber das ist natürlich eine Momentaufnahme. Auch hier gab es mal wieder Meldungen im Durchbruch in der Therapeutika-Entwicklung. Das hat die Aktie mal kurzfristig wieder angetrieben, aber das sind alles natürlich Dinge,
die hört man, die nimmt man wahr, die sieht man, verstehen tut man es nicht. Aber als Investor setze ich eben darauf, dass die Fachleute, die dieses Thema auf dem Schirm haben, investieren, darüber berichten und schreiben, dass sie wissen, was sie tun. Auch hier ein Blick auf den Chart. CRISPR und Intellia haben dies ja noch nicht von diesem Boom im Pharma-Biotech-Bereich profitiert. Im Gegenteil, da gab es eine kleine Rallye Richtung Jahresende. Da haben wahrscheinlich die einen oder anderen schon vorgegriffen und auf eine Trendwende spekuliert. Hier warten wir noch auf den entscheidenden Impuls. Und man könnte natürlich hierher gehen und gerade, wenn ich mir Intellia am Chart anschaue, sagen, okay, hier warte ich eben auf den Breakout über 35 Dollar. Da bin ich auf der sicheren Seite. Da notiert in etwa auch die 200-Tage-Linie. Und wenn es dann da drüber geht, dann bin ich mit Momentum frisch dabei. Das könnte ich auch hier machen. Das gilt natürlich auch bei CRISPR. Da kann man auch das mit einem Stop-Buy-Limit vielleicht machen, um da erstmal nicht gleich eine Position aufzubauen, sondern sich mit Stop-Buy-Limit für den Fall, dass da eben Leben wieder reinkommt, dann eine erste Position dann aufzubauen. Ja, das waren meine Top 10 Spekulationen im Bereich Biotech Pharma für heute. Wie gesagt, ein schwieriges Thema, ein Thema, das habt ihr ja selber gemerkt, wenn man da sich durchliest oder vorliest, da sind ein paar Zungenbrecher dabei und viele Dinge, die man selber nicht versteht, nur erahnen kann. Aber ich kann investieren und ich kann eben mich umschauen und das ist elementar wichtig und das ist ja generell wichtig. Wo fließt das Geld hin? Ja, das gilt ja auch für alle anderen Bereiche der Börse. Ja, wo wird investiert? Wo ist was los? Wo passiert was? Und ich kann investieren. Ich kann dem folgen, auch wenn ich es nicht verstehe. Aber wenn ich weiß, wer investiert, wohin das Geld fließt, ist das für mich eine hilfreiche Information, die ich eben diesbezüglich nutzen kann. Ja, wenn es andere Branchen und Themen gibt, die euch interessieren, dann schreibt das in die Kommentarleiste rein. Und bevor ihr jetzt das Video beendet, wäre ich euch natürlich für einen Daumen hoch dankbar, ganz klar. Und natürlich, wer den Kanal noch nicht abonniert hat, der sollte das tun, damit ihr auch künftig nichts verpasst. Denn dieses Thema und viele andere, die werden wir auch beispielsweise in einer unserer nächsten Börsenshows auf dem Schirm haben und mit entsprechenden Fachleuten auch diskutieren. Und das solltet ihr auf alle Fälle auch dabei sein. Das war's für heute. Wir sehen uns morgen wieder dann hier auf der Aktienlust. Macht's gut. Euch noch einen schönen Tag.